Fokus der Vorbereitung steht auf der Agenda des regulären Donnerstagstreffens im Familienbetrieb Mowitz aus Fresenbrücke. Die Anwesenheitsliste ist komplett. Der Vater Hans Werner, die Mutter Roswitha, beide Kinder Andi und Diana und die Schwiegertochter Manuela. Plötzlich wird die Tagesordnung umgeschmissen. Das Familienoberhaupt verkündet eine wichtige Nachricht. Ab Januar 2016, genau 30 Jahre nach der Gründung, wird das Fensterbauunternehmen an die Kinder übergeben. Die Entscheidung habe ich für mich innerlich selber schon länger vorbereitet. Und wir arbeiten ja schon seit Jahren miteinander gut zusammen. Und wenn man in Rente geht, muss man einfach wissen, dass man aufhören muss. Und dann muss man das eben übergeben. Das ist so. Eine Herausforderung für Andi und Diana. Sie werden nun den Betrieb leiten und zu seinem langjährigen Erfolg weiterhin beitragen. An Erfahrung mangelt es den beiden nicht. Seit der Gründung 1986 gehören die Sprösslinge zum Familienunternehmen mit dazu. Eine Selbstständigkeit war zu DDR-Zeiten ein mutiger Schritt, auch politisch gesehen. Hans Werner hat es trotzdem gewagt. Ja, ich war ja immer nicht alleine. Ich hatte ja meine Frau an der Seite und wir haben es auch beide, so wie wir es heute machen, setze ich mich mit meiner ganzen Familie donnerstags hin, bereden wir Objekte. Und so habe ich mich damals mit meiner Frau auch hingesetzt und habe gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig, wie machen wir das? Und so ist es entstanden und sie hat eigentlich immer dazu gestanden und eigentlich immer viel Mut gemacht. Vater und Sohn machen sich auf den Weg. Die Übergabe beginnt schon jetzt, wenn auch in kleinen Schritten. Ein gutes Fenster beginnt mit einem guten Holz. Der Lieferant aus Bayern gehört zu den Besten. Trotzdem muss ein Profi in der Lage sein, dem Material auf den Zahn fühlen zu können. Das Fachwissen wird in der Familie Mowitz nicht nur gelernt, sondern geerbt. Wir sind mit der, wenn Sie so sagen, neue Welt damit klargekommen, dass wir uns auch wieder hingesetzt haben. Der Sohn stand ja seinerzeit an für die Lehre. Das war die Zeit, wo er dann 90, 91 in die Lehre gehen sollte. Und wir haben uns überlegt, was wir tun. Wird er Tischler oder wird er nicht Tischler? Wir haben ihm ganz klar die Frage gestellt. Er hat sich für Tischler entschieden. Auch, es stand auch so ein bisschen vorher schon an. Und aus dem Grunde haben wir gesagt, wir machen weiter und gehen nach vorne und sind regelmäßig zu Messen gefahren und haben uns eigentlich viel Wissen über Messen und so weiter zugeholt, haben auch Freunde kennengelernt. Überall selbst Hand anlegen zu können, das ist bei der Familie Mowitz das Grundprinzip. Hier gibt es keine Chefetage. Diese Tradition muss auch Andi Mowitz weiterführen. Vieles hat sich in 30 Jahren geändert. Ein modernes Fenster ist mittlerweile ein technisches Meisterwerk. Als Chef musste Hans-Werner Mowitz mit seinem Betrieb auch selber wachsen. Ein lebenslanges Lernen, das gehört zum Handwerk grundsätzlich dazu. Einmal wird das Tischlerhandwerk selbst meiner Meinung nach so nicht mehr gelebt wie vor 100 Jahren oder 120 Jahren. Wir sind voll in der Industrieproduktion, sage ich mal. Wir arbeiten Tischler, auch kleine Betriebe mit 2, 3 Mann, die kommen nicht drum weg, wenn sie gute Betriebe sind, 5 Mann, sich auf CNC-Maschinen oder mit CNC-Maschinen sich zu kümmern und zu produzieren. Denn handwerklich eine Tür, handwerklich bauen, so wie das vor 100 Jahren gebaut wird, das gibt es einfach nicht mehr. Moderne Maschinen sind in der Lage, Wunder zu bewirken. Sie brauchen allerdings Investitionen und diese hängen mit dem unternehmerischen Erfolg zusammen. Hans-Werner Mowitz ist es gelungen, im Mecklenburger Dorf Fresenbrücke einen topmodernen Betrieb aufzubauen, der die Kunden aus der ganzen Republik beliefert. Doch die wichtigsten Partner kommen aus der Region. Ganz besonders stolz bin ich darüber, dass ich alle 4 VR-Banken gemacht habe. Ich habe die VR-Bank in Ludwig Schluss gebaut, seinerzeit damals. Ich habe die VR-Bank in Deutscher Glewe gebaut, wie die gebaut wurde. Ich habe die VR-Bank in Grabow gebaut. Und jetzt kam der Höhepunkt. Ich durfte, oder unser Unternehmen, auch unter Begleitung meiner Kinder schon, durften wir jetzt das große Gebäude in der Werderstraße aufbauen. Die über 150 Jahre alte Werderklinik in Schwerin hat die VR-Bank als kompletten Sanierungsfall erworben. In 2 Jahren harter Arbeit wurde das historische Bauwerk zu einer architektonischen Perle. Beste Handwerksbetriebe deutschlandweit haben hier ihr Können gezeigt. Die nagelneuen Fenster von Mowitz lassen die Sonne lieber in der Klinik hinein. Sie tragen stolz zum Familienglück bei. Ja, motiviert, da kann ich immer wieder drauf zurückkommen, motiviert ist, dass wir eine Familie sind und wir haben, weil wir immer sagen, das wollen wir so, denn wir können uns ja nicht auflösen und jeder geht seine Wege, wollen wir auch nicht. Und der Zusammenhalt, das familiäre Leben, wir gestalten das auch sehr gut, das ist eigentlich jeden Morgen die Motivation. Wir gehen an die Arbeit, wir sehen uns alle, machen unsere Arbeit dienstlich, wie ich es schon sagte und wir können auch dabei gut leben, sage ich mal.
Im 30. Jahr seit der Betriebsgründung geht Hans-Werner Mrowitz in den Ruhestand. Viele Vorbereitungen müssen noch getroffen werden. Doch das Wichtigste hat der Tischlermeister bereits getan. Seinen Kindern hat er die Liebe zum Handwerk, zur Heimat und zu den Menschen vermittelt. Der Rest ist nur Papierkram.